Ja, ich weiß, wie sehr ihr auch darauf steht, ab und an mal Low-Tier- bzw. Mid-Tier-Gefechte zu haben und nicht immer nur das High-Tier-Gedöns. Und dementsprechend habe ich heute mal in dieser Woche den T67 für euch rausgesucht. Ein Tier 5 TD der USA. Klein Wieselflink mit einer guten Kanone gespickt. Hoffentlich kann er sich so präsentieren, wie er denn sollte. Aber man sieht schon direkt 60 km/h, also an der Geschwindigkeit, da hapert es auf jeden Fall mal nicht. Und er fährt direkt Richtung Fahne, Richtung Fahnenpunkt darüber. Ne, er legt sich jetzt doch hier auf die Lauer. Hat nämlich auch einen guten Tarnwert, hat auch mit seinem drehbaren Turm da Vorteile, dass das Tarnnetz die ganze Zeit wirken kann, ohne dass er den Panzer drehen muss. Bis dato aber noch kein Gegner offen, beziehungsweise in dem Fall der erste Chiha zerstört. Unten die Einsatzfeierlinie, da sind die ersten. Da kommt ein T67 jetzt direkt durch die Mitte geschossen. Der ist ja aggressiv. Auto-Aim drauf auf den T67er und da macht er ihn doch direkt weg. Da ist er offen, da muss er natürlich jetzt auch eine Zeit lang aufpassen, dass er hier nicht aus dem Spiel genommen wird. Gerade weil auch zwei Gegner-Artis immer noch da sind. Bis dato aber keine Gefahr. Jetzt konnte er sich auch wieder bewegen. Ja, aber in der Mitte, da wo er gern snipen würde, da ist keiner, den er beschießen kann. Leider. Gegner stürmt jetzt den Cap und versucht sich daran jetzt. Zwei zu vier schon für den Gegner. Aber jetzt nimmt er die Hände in die Hand und rollt da mal rüber. Auch hier wieder mit Auto-Aim, so wie das aussieht. Scheinbar hier so ein bisschen gerade das Replay am Abkacken, weil man sieht ja, wo er der Turm hinzielt und wo hier dieses Aiming-Kreis sich bewegt. Aber naja, ab und an kann das schon mal passieren. Auch hier wieder mit Auto-Aim. Man sieht immer, wenn es statisch bleibt, aber er nimmt ihn direkt das Munitionslager raus und dementsprechend war es das dann da schon für den D2. So, was macht er da? Also aimen tut er wohl nicht selber manuell, das mag er scheinbar nicht. So, und jetzt da. Nee, das verstehe ich nicht, so muss ich gestehen. Was der Renegade da macht, warum er da nicht mal einfach selber das Aimen anfängt. Es geht natürlich, klar, aber es macht es nicht unbedingt leichter. Beziehungsweise so ab und an kann man natürlich hier so ein bisschen selber agieren und wirken. Aber na gut, bisher läuft es ja ganz ordentlich. So, der nächste aber auch so, da der Auto-Aim. Wie gesagt, der zweite funktioniert, aber den ersten, den er verschossen hat, war unnötig, den zu verschießen. Da hinten ist der KV-1S, das ehemalige Wundermittel in dem Sechser. Da hat man ja als Sechser schwerer Panzer nur den KV-1S angetroffen, da gab es ja im Prinzip nichts anderes. Jetzt mit seinem Tier 5 und seiner Änderung damals hat er seinen Glanz ein wenig verloren. So, 5 Kills hat er schon. Jetzt wird er mal als nächstes die Arti finden. Beziehungsweise die Birch Gun ist da hinten beim KV-1. Und es wird gecappt. Ist die Frage, cappen sie echt durch?
Aber wie gesagt, die Mobilität, die macht, die zeichnet den aus. Und da hinten jetzt. Aber den macht er doch mal mit Zoom. Ne? Auch wieder mit Auto-Aim scheinbar. Also man sieht, es funktioniert, solange der KV-1, der sich nicht bewegt, zündet ihn auch an sogar und macht ihn dann weg. Aber so das ein oder andere Mal, so bis ich muss sagen, ich würde mich sogar nicht. Oh, und jetzt zündet ihn nochmal an. Ja, okay, vielleicht sollte ich auch mehr mit Auto-Aim spielen, wenn ich das hier so sehe. Der macht ja einen nach dem anderen weg damit und zündet es auch noch reichlich an. So, jetzt der VK hat natürlich hier den Vorteil, dass die Granaten so schnell fliegen, wie sie es denn tun. Weil wenn er jetzt eine Granate hätte, die deutlich langsamer fliegt, wo er viel mehr vorhalten müsste, da hätte er natürlich viel größere Probleme mit Auto-Aim. So, der VK und das Stuck. Die Arti, die lässt er jetzt so gesehen liegen. Also er geht erstmal auf das Stuck, um da zu helfen, weil man darf nicht vergessen, der T-34 ist der letzte. Und lieber habe ich hier so entweder den getötet oder unterstützt. Er hat auch noch volle HP. Da in den Boden gerommelt. So, das Stuck ist hier gerade am Drehen gewesen. Und nimmt den jetzt raus, seinen achten Kill. Wenn er jetzt die Arti noch bekommt, dann macht er sogar die Rattle Walters klar. Beziehungsweise die Rattle Walters ist ihm dann auf jeden Fall sicher. Unterm Strich muss man sagen, gut gespielt, viel Schaden gemacht für einen Fünfer. Viele Kills auch gemacht, auch mit dem Zurückfahren jetzt gut aufgepasst. Allerdings, warum da so wenig manuell geaimt wird, ist vielleicht auch einfach nur nicht meine Spielweise, kann auch sein. Ich will sie jetzt nicht. Ich will da die Auto-Aim-Spieler jetzt bitte nicht irgendwo anpinkeln. Aber wie gesagt, ich bin dann doch eher so ein bisschen Oldschooler und Oldschooliger unterwegs und aime so ein bisschen mehr. Der T34 schreibt, gut gemacht, aber jetzt stirbt nicht noch bei der Arti. Und da gibt es nur einen Verstanden zurück. Und da ist er. Da auch hier wieder Auto-Aim. Da verschießt er. Jetzt geht er das erste Mal in Zoom. Unglaublich. Ja, aber da konnte die Arti nichts mehr machen. Die war auch einfach in die falsche Richtung, beziehungsweise hat falsch geguckt. Ja, 9 Kills, Rattly Walters, 2639 Schaden und Low-Tier-Gefecht, beziehungsweise Mid-Tier-Gefecht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ein bisschen kurios, aber das Endergebnis war doch sehr sehenswert. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.